Gleich Spiel wie gestern. 19 Uhr mein Kostüm. Bis gleich. Tschüss. Achtung, alles einsteigen, die Fahrkarten bitte, meine Freunde. Wir fahren heute Richtung Hölle, meine Freunde, und schauen uns gemeinsam mit mir, dem Battlebus-Fahrer des Jahres 2019, verfluchte Bilder an. Verfluchte Bilder, die mir netterweise Leo aus dem Subreddit Blurst Images rausgesucht hat. Diesmal war Leo in den Weiten des Internets unterwegs und hat sich durchgekämpft durch Massen an Crack-Memes, durch Massen an Porno-Werbeanzeigen, Viagra-Pillen und so weiter und so fort, und hat mir nun diesen Katalog an Crack zusammengestellt, meine Freunde. Und ich als euer freundlicher Meme-Busfahrer werde euch heute nun ein bisschen durch diese Memes geleiten, wenn ihr erlaubt. Ja? Diese Memes sind tatsächlich, wie beschreibe ich das? Verfluchte Bilder, also Bilder, die man sich angucken und denkt, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht, da sind schwarze Magien am Werk. Und genau deshalb habe ich meine Schwarzmagie abschirmende Busfahrermütze auf, meine Freunde. Falls ihr wollt, dass ich meine Runde Busfahrer-Simulator spiele oder irgendwie einfach, also ich fand die Mütze einfach schön. Ich brauche einfach nur einen Grund, um die von der Steuer abzusetzen. Lasst einfach einen Daumen nach oben da, meine Freunde. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem ersten Bild an. Busfahrer, Gang rein, Blinker, Parkbremse lösen, Tickets kassieren, alle anschnallen und los geht's! Beginnen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde, von diesem wunderschönen Subreddit. Just found out puzzle companies reuse the same stencils to cut out their pieces. Ja, das ist richtig, tatsächlich. Also, der Mann möchte damit Folgendes sagen. Die Leute, die Puzzle herstellen, beziehungsweise die Puzzlefirmen, ja, weiß ich nicht, gibt es, ja, Ravensburger, keine Ahnung, irgendwer, der halt Puzzle herstellt, nutzt immer die gleiche Form an Puzzleteilen. Und man kann dann tatsächlich sowas hier zusammensetzen, wie zum Beispiel eine Lokomotive mit Hufen und Pferdebeinen, obwohl das eigentlich zwei verschiedene Puzzlesets sind. Interessant. Da merke ich auf jeden Fall schon wieder, dass es tatsächlich in den Bereich schwarze Magie geht und wir ganz dringend weitermachen sollten. Welcome to Alston. Please die slowly. Willkommen in Alston. Bitte sterben Sie langsam. Ja, auf jeden Fall verfluchte Sign. Definitiv, da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, da fehlt ein bisschen was. Und das D, da fehlt ein R und ein V. Bitte fahren Sie langsam oder bitte sterben Sie langsam. Ich sag mal so, Inscope, wer langsam fährt, der verliert seinen Führerschein und stirbt schnell, oder? Weiß ich nicht. Wollte einfach nur eine Anspielung auf seinen verlorenen Führerschein machen. Grüße gehen raus an der Stelle. Halt dein Maul. Ja, okay, alles klar. Falls jemand von euch noch mit Pokémon-Karten spielt und die Booster-Packs von früher kennt, da kamen immer Wasserenergiekarten raus, von denen niemand eine Ahnung hatte, wie sie benutzt werden. Also ich zumindest nicht. Ich habe die einfach immer nur getauscht und Profit gemacht. Investment in my mind, Bro. Und tatsächlich ist das auch eine Art, duschen zu gehen. Ich meine, Wasserenergie und Wasserenergie ist ja letztendlich genau das Gleiche, oder? Das sieht mir sehr nach einer angenehmen und schönen Dusche aus. Ist tatsächlich leicht seltsam und irgendwie, ich glaube, ihr gettet den Vibe so. Irgendwo wirkt das alles so ein bisschen verflucht und weird, seltsam, nicht angenehm einfach, sich das anzuschauen. Genau deshalb machen wir das. Das ist genau wie meine Videos. Arschgeiler Vergleich. Netless Chesquik, Cheese Milk, Artificial Flavor. Sabade, 25% mehr Käse denn the leading brand. 60 Kalorien, 0% Fett, ja. Also, ja, Cheesequick von Nestle, Käsemilch, ist einfach widerlich, Mann. Von Netless Cheesequick, Nestle. Ja, ihr versteht, da wurden Buchstaben ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob ich Käsemilch trinken wollen würde. Das klingt absolut ekelhaft, keine Ahnung. Ich habe eigentlich selten Bock auf eine Milch, die nach Käse schmeckt, weil eine Milch, die nach Käse schmeckt, ist eine vergammelte Milch und die will man nicht trinken. Longer, larger Fart. Länger, größer Furz. Ja, keine Ahnung, Alter, was soll ich dazu sagen? So sieht bei mir ein 24-Stunden-Stream aus. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, das ist wirklich echt Albtraum-Material. Scheiße, ey. Gut, dass ich meine Handschuhe anhab, um das ganze Böse irgendwie ein bisschen vor mir zu drücken als Busfahrer des Höllenbusses, Alter. Junge, Junge, der Battlebus stürzt aber heute ganz stark ab, meine Freunde. Das ist extrem gruselig, Mann. Es ist ein Nicolas Cage-Pillow mit so Pailletten drauf. Und wenn man dann die Pailletten umdreht, dann kann man hier einfach Black Sabbath Nicolas Cage machen. Keine Ahnung, Alter, sieht einfach nur extrem gruselig aus. Stellt euch vor, ihr kommt zu einer Frau nach Hause und seht dieses Kissen hier. Also ihr habt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr bringt euch selber um, damit sie es nicht macht. Oder ihr ruft die Polizei und hofft, dass ihr noch genug Zeit habt, bevor sie euch umbringt. Ich würde schleunigst das Haus verlassen. BTS-Members. BTS, die tolle japanische koreanische K-Pop-Band. Wir haben einmal Jungkook, Jimin und Carson. Former ISIS-Member. Alter. Ja, wer kennt sie nicht? Die drei Leadsänger von BTS. Jungkook, der macht die Main Vocals. Jimin, der macht die Lead Vocals. Und Carson war früher bei mir S. Ist aber ein sehr schönes Bild hier von Carson. Ja, Grüße gehen raus an dich, Digga. Ich hoffe, dass BTS weiterhin so erfolgreich bleibt. Junge, Junge, Junge.
Okay, alles klar. Hier haben wir tatsächlich eine Szene aus, ich weiß gar nicht mehr, ist das Matrix? Wie heißt nochmal hier der Dude? Der Schauspieler? Ist das Snake? Ihr wisst ganz genau, welcher Dude das ist. Ja, hier, Standoff, Bivapo, sie schauen sich gegenseitig an. Rosa Auto versus Black Dodge. Und er schaut ihn an und im rosa Auto sitzt natürlich Pink Guy. Absolut geil, absolut nice. Da auf jeden Fall Tip on the Head, weiter geht's. Junge, Alter, das ist wirklich gruselig, Alter. Wenn Hühner in Minecraft so aussehen würden, jetzt mal Real Talk, Alter. Hühner in Minecraft sehen ja sowieso schon aus, aber das ist ja wirklich die Epitome auf Alter. Stellt euch mal vor, euch läuft so ein Hühnchen in Minecraft über den Weg. Dicker, ich würde direkt das Spiel deinstallieren, die Festplatte in Säure tunken, die Säure danach anzünden, die verbrannte Säure dann über einen Menschenkind. Reden wir nicht weiter drüber. Machen wir einfach weiter. Oh, damn, hier steht ein Schild, Fischen verboten und trotzdem macht es jemand, Digga. Das ist sehr, sehr, sehr illegal. Das ist sehr, sehr, sehr illegal und sehr, sehr verboten. Und das ist sehr, sehr verflucht, muss man an der Stelle mal sagen. Ich weiß, das kann man aus dem Englischen nicht so 1:1 übersetzen. Blur ist zu verflucht, aber es geht so ein bisschen in die Richtung. Damn, Alter, hier ist Fischen verboten und er macht es trotzdem in Minecraft. Absolut illegal. Dafür gibt es auf jeden Fall 10 Jahre Haft ohne Bewährung und Führerscheinentzug. Grüße nochmal an Inscope an der Stelle. Oh mein Gott, Digga. Guckt jemand von euch Stranger Things? Jemand vielleicht? Das ist doch der Boy, der mal Nasenbluten hat, Alter. Und jetzt haben wir hier einen Tomatenketchup, Digga, mit seinem Face drauf einfach, Alter. Und das, der Ketchup, das Ketchup kommt einfach aus seiner Nase, Dicker. Das ist nice. Ich hätte das gerne mit dem Arsch von mir selber drauf, damit der Ketchup aus meinem... Lecker. Vergessen wir, was ich gesagt habe, machen wir weiter. Ich bin Busfahrer und kein Comedian. Stellt euch mal vor, ihr seid so broke, ihr müsst euren Geburtstag auf einem Friedhof feiern, weil das der einzige Park in eurer Stadt ist, der nicht von Heroinpennern überlaufen ist. Ja, ist dope, also auf jeden Fall. Ich möchte bei meiner Beerdigung definitiv auch ein Bouncing Castle, also ein Bouncy Castle, eine Hüpfburg haben. Zusätzlich eine Wasserrutsche, eine Popcornmaschine und ich fände es richtig nice, wenn ich an so einem Haken als Kadaver so durch die Halle gezogen werden würde. Also schon halb verrottet oder so. Das fände ich ganz nice und dann mit so einem Trebuchett einfach ins Wasser geworfen werden und dann schwimmt so meine Leiche auf. Das will ich haben. Ja, das ist cool. Und ich kann auch voll verstehen, dass man einen Kindergeburtstag auf dem Friedhof feiert. Ja, hier, Ratatouille. Wer kennt's nicht? Remy, die Figur von Ratatouille mit einer echten Ratte drin, die tatsächlich eingesperrt worden ist. Grüße gehen raus an Disney. Ganz tolles Produkt. Würde ich mir 10 von 10 kaufen. Alter Junge, das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht einfach... Also, erstmal jetzt Grundsatzdiskussion. Zuerst Müsli und dann die Milch oder zuerst Milch und dann das Müsli. Ich bin ehrlich, meine Freunde, so wie es da ist, ist es richtig rum. Meine Meinung, okay? Aber dann einfach Löcher da rein zu pieksen, wo dann die Euter der Kuh sind, ist schon echt ein bisschen eklig, Alter. Also, macht Sinn, ist aber auch irgendwie ein bisschen dämlich und der Kuh scheint es auch nicht zu gefallen. Man sieht das hier. Ah ja, hier haben wir tatsächlich eine Spezialeinsatztruppe mit einem Assault Vehicle, einem Angriffswagen. Man sieht das hier, dass derjenige in einem Putzeimer sitzt und tatsächlich einfach auf den Gegner draufrollen kann. Den tritt man dann einfach den Gang runter und hofft, dass er tatsächlich dann die feindlichen Kräfte einfach ausschaltet. Absolut wichtige Einheit in der Bundeswehr und ich bin froh, dass unser Militär so etwas hervorgebracht hat. Ja, keine Ahnung, hier ist ein Typ am und die Katze hat sich in seine Unterhose reingesetzt. Das ist auf jeden Fall unangenehm, weil da hätte ich auch keinen Bock drauf. Deshalb an der Stelle, meine Freunde, kauft euch keine Katzen, sondern einen Hund. Ach, das können wir nicht reinnehmen, Leo, das ist zu racist. Ja, hier hat jemand Face-Swap mit einem rosa Buddha gemacht. Ist auch interessant. Sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, ist gut geworden. Ist auf jeden Fall gut geworden. Da lifte ich meinen Hut und ziehe ihn ganz schnell wieder an, weil meine Frisur auf jeden Fall hier macht, was sie will. Grüße gehen raus da an der Stelle an Buddha. Cinnamon Bra. Ich hätte auch richtig Bock auf ein Bra, Alter. Auf ein Cinnamon Bra. Mit Bra-Moment, Digga. Lecker, lecker, lecker. Geht's jetzt bei Ikea zu kaufen, den Cinnamon Bra. Schmeckt auf jeden Fall nach einem richtig ekligen Bra-Moment. Kann ich mir auf jeden Fall jeden Tag reingönnen. Hier haben wir das Sydney Opern. Ja, das Opernhaus in Sydney halt getauscht mit einem Abtropfdeck für Geschirr. Macht auch Sinn, sieht tatsächlich, also ich sehe da keinen Unterschied, muss ich ganz ehrlich sagen. 1:1 das gleiche. Alter. Hier haben wir Wasser von Nestle und der Mutter wurde einfach das Maul ein bisschen geöffnet. Sieht auf jeden Fall super aus und ich verstehe nicht, warum das Kind... Also ich glaube, das Kind kann nicht genau sehen, was bei Mama da gerade los ist. Aber wenn das Kind wüsste, was bei Mama los ist, da würde ich auf jeden Fall ganz schnell weglaufen. Ja, hier sind 5 Leute, die lesen das Tagebuch von diesem Kind. Tagebuch eines weinerlichen Jungen oder Wimpy Kid. Ich kenne es nur im Englischen, keine Ahnung. Habe ich selber nie gelesen. Das ist euer Ding. Erklärt es mir. Ich verstehe es nicht. Ja, und hier haben wir 20 Uber auf einer Stelle und man sieht, wie alle Uber hier versucht haben, auf der gleichen Position zu parken. Auf jeden Fall. Nice one. Wer kennt es nicht? Wenn man Uber ruft und dann plötzlich 20 Uber plötzlich auftauchen und man sich aussuchen kann, welcher es ist. Ich würde an der Stelle hier wahrscheinlich den Kandidaten hier nehmen. Der scheint noch am fahrtüchtigsten von allen zu sein. Und da sind wir auch am Ende angelangt, meine Freunde. Deshalb an der Stelle, fahrt kein Uber, fahrt lieber Bus mit mir. Wir steigen nächste Woche wieder gemeinsam
gemeinsam in Meme-Bus. Es geht wieder straight up abwärts in die Höllenwelt der Memes im Internet. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und lasst einen Daumen nach oben da. Ich bin damit raus. Ich hoffe, dass dieses Video über 10 Minuten gekommen ist. Falls nicht, gibt es hier nochmal 20 Sekunden Waschmaschinengeräusche. Bitteschön. Arschgeil, das war's. Nutzt meinen Creator-Code Revinster in Fortnite-Item-Shop, falls ihr Bock habt. Und jetzt verpisst euch. Auf Wiedersehen. Yeah.